Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Videoformat. Kurz und knapp. Kurz erklärt, was wirklich wichtig ist. Warum ich das Format mache. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich bei YouTube Tutorials angucke, dann reden die Tutorial-Macher immer 20 Minuten lang über irgendwelches unwichtiges Zeug und dann kommt erst das, worum es mir eigentlich geht, warum ich das Tutorial gucke. Deswegen möchte ich diese Tutorials möglichst knapp gestalten. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich schon, oh Gott, der redet auch nur so. Ihr habt recht. Deswegen, weiter geht's. Ich will euch heute zeigen, wie ihr das Red Lyrium Waffenpack für Dragon Age Inquisition bekommt. Das sind drei Waffen. Ein Dolch, ein Schwert, ein Handschwert und ein Stab. Und diese sind für den Anfang sehr gut. Die könnt ihr auch ohne weiteres mal bis Level 10 oder Level 12 tragen. Also es ist wirklich eine gute Starthilfe. Um das zu machen, müsst ihr drei Dinge beachten. Erstens, damit ihr die Waffen haben könnt, müsst ihr bereits die Himmelsfeste erreicht haben. Dann müsst ihr den Arkanisten, die Arkanistin, am Kartentisch rekrutiert haben. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, ihr gebt nun diese Seite hier, kopiert in euren Browser, welchen ihr auch immer benutzt. Ich mache es jetzt mit Google Chrome und meldet euch mit eurem Origin-Konto an, damit das auch gespeichert wird. Denn das hier ist eine Seite von EA, mit so einer kleinen, wie soll man das sagen, so einem kleinen interaktiven Website, die ähnlich ist wie Dragon Age Keep. Gut. Bevor wir jetzt loslegen, das funktioniert so. Ihr seht jetzt vier Begleiterkarten. Bei den ersten drei Begleiterkarten, das ist ein Minispiel, da geht es darum, dass wir versteckte Elemente finden, die vom Schleier, von dem grünen Schleier, den kennt ihr vielleicht, wer das Spiel gespielt hat, Dragon Age Inquisition, von dem Schleier oder von so einem grünen Schleier wie bei den Rissen aus dem Nichts werden die Gegenstände verdeckt. Und ja, wie gesagt, diese vier Begleiter stellen dann jeweils eine Videosequenz dar. Wir machen jetzt einfach mal den Anfang mit Vivian, damit ihr dafür auch ein Gespür bekommt. Und machen den Ton natürlich noch an. Jetzt wollen die, dass wir uns das ganze Video ansehen. Das ist hier ein YouTube-Video eingebettet. Wir machen das beim ersten Mal, schauen wir uns das Video an. Aber ich sag euch gleich, das Video braucht ihr euch nicht anschauen, weil danach müsst ihr euch die komplette Sequenz nochmal angucken und erst dann könnt ihr halt die einzelnen versteckten Elemente im Schleier sehen. Im Prinzip ist dieses erste Video anschauen für die Katz. Das ist nur unnötig Zeitverschwendung. Deswegen machen wir es nur beim ersten Mal. Ich zeige euch das jetzt mal. Madame, the negotiations are far from concluded. Madame! Unlike the Empress, we will not be charmed by your pilot tricks. Alas, it appears more urgent matters demand my attention. Now, run along, dear. The threat will unite them. You will lead them. Gut, jetzt haben wir das Video gesehen, den Trailer, aber es bringt uns nichts. Wir hätten den Trailer hier gerade auch unten rechts überspringen können. Das werden wir bei dem nächsten Mal machen, das zeige ich euch aber gleich. Jetzt müssen wir uns das gleiche Video nochmal anschauen. Jetzt geht es wie gesagt darum, in dem Video sind drei Stellen oder drei Punkte in dem Video sind mit so einem grünen Schleier von dem Nichts hier bedeckt. Auf diese müssen wir gleich draufklicken mit unserem Mauszeiger und dann haben wir sie quasi freigeschaltet. In diesen Schlüsseln werden die dann gespeichert. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal zusammen. Ich sag euch auch, wo die Sachen sind, damit ihr es einfacher habt. Hier, die Statue von Kaiserin Celestine. Oder Selene, okay. War der grüne Schleier. Dadurch haben wir jetzt ein kleines YouTube-Video freigeschaltet. Das zeige ich euch jetzt beim ersten Mal, das können wir dann auch angucken. Das sind halt auch immer so in-game Audioaufnahmen mit halt neuen Videoaufnahmen verknüpft, damit es ein bisschen schicker aussieht. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil.
Das macht die Dinge noch komplizierter. Die Kaiserin steckt mitten in einem Bürgerkrieg. Ihr Vetter, Großherzog Gaspard, will den Thron mit Gewalt an sich reißen. Ich habe einige Erkundigungen über den kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Das war das Video. Wer mein Let's Play kennt, der weiß, dass das Josephine sagt, aber nicht mit diesen Bildern, sondern irgendwann im Laufe des Spiels. Die weiteren Videos schaue ich mir jetzt nicht mit euch an. Die könnt ihr euch für euch alleine anschauen, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, dieses Video ist in erster Linie darum, dass man möglichst schnell diese Stellen findet und die Waffen freischalten kann. Man kann zwar den deutschen Untertitel einschalten, aber deutsche Stimmen gibt es, wie gesagt, bei dem Hauptvideo leider nicht. Also, falls diese Frage aufkommt. Gut, machen wir weiter. Die zweite Stelle haben wir gleich hier im Gesicht. Zack. Da können wir jetzt auch wieder das Video freischalten. Machen wir jetzt nicht mehr. Die dritte Stelle ist hier in ihrem Stab. Fertig. Dann können wir das Video jetzt zu Ende laufen lassen. Wen es stört, dass ich hier dazwischen rede? Ihr könnt euch gerne das Video in aller Ruhe nochmal ohne mein Geplapper angucken, aber wie gesagt, es soll euch helfen, die Sachen möglichst schnell zu finden und nicht hier, um eine möglichst gute Atmosphäre zu haben. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, und jetzt haben wir nämlich eine von vier Karten freigeschaltet. Wir können nämlich zur nächsten jetzt übergehen. Der eiserne Bulle. Jetzt beginnt das gleiche Spiel von vorne. Die wollen uns jetzt nochmal ein Video zeigen vom eisernen Bullen, einen Trailer. Den müssen wir uns sowieso wieder zweimal angucken, deswegen überspringen wir den gleich. Und beginnen wieder mit dem Recherchevideo, wo wir die Stellen anklicken können. Die erste Stelle ist gleich ein Begleiter von ihm, Cram. Da, zack, freigeschaltet. Ruhig schon ein bisschen früher klicken, damit er ihn auch kriegt, weil sonst verpasst er die nicht. Das war die zweite Stelle. Der Soldat in der eiserne Bulle hochhebt. In dem Fall ein Venatori-Magier. Die dritte Stelle wird gleich die Achselhöhle des toten Riesen sein, auf dem hier der Iron Bull drauf ist. Also macht euch schon mal bereit. Gut. Das hier ist übrigens die englische Synchronstimme von Morrigan, Claudia Black. So eine kleine Info am Rande. Jetzt haben wir Varric, die dritte Karte. Überspringen wir natürlich gleich das Video und gehen zum Recherchevideo über. Und ihr müsst euch jetzt schon mal bereit machen zu klicken, denn das erste ist Cassandra hier oben. Oben links in der Ecke. Die nächste Stelle ist Solus, die ist gleich hier rechts von den Betrunkenen. Da ist Solus. Die letzte Stelle wird Varric's Bianca sein. Also fokussiert schon mal eure Maus auf Varric's Bianca. Zack, da ist das dritte.
will unite them. You will lead them. Und jetzt kommen wir zur letzten Karte, dem Inquisitor. Hier wird sich das Spiel etwas verändern. Wir müssen jetzt keine vernebelten Stellen mehr finden. Das überspringen wir auch gleich, das Video. Stattdessen wird es jetzt darum gehen, es wird hier jetzt immer für eine Millisekunde das Bild der Waffen eingeblendet werden, die wir erhalten können. Wir kriegen hier unten den Hinweis über der Bufferliste mit so einem schwarzen Punkt, den wir hier oben sehen, wann das circa sein wird. Dann geht es darum, also unsere Aufgabe ist jetzt, diesen schwarzen Punkt mit dem Mauszeiger einzufangen. Das macht ihr, indem ihr auf den schwarzen Punkt klickt und die Maustaste gedrückt haltet. Wenn ihr den Punkt dann gedrückt haltet, könnt ihr dann das Video vor- und zurückskippen, ganz langsam. Und dann könnt ihr genau die Millisekunde finden, in dem dieses Bild der Waffe eingeblendet wird. Und wenn es dann mal geladen hat, dann zeige ich euch auch, wie es funktioniert. Auch in diesem Fall bringt es auf jeden Fall nichts, sich das Video davor schon mal anzugucken, weil da die Stellen nämlich nicht gezeigt werden, wo dieser schwarze Punkt kommt. Es bringt also gar nichts. Dass man sich diese Videos anguckt, das ist nur von EA eine Methode, um zusätzlich Klicks für ihre Videos zu bekommen. In jedem Drittel wird ungefähr so eine Stelle kommen, wo wir halt das Video skippen können. Am besten immer hier unten mitgehen. Zack, da haben wir einen schwarzen Punkt. Und jetzt müssen wir gucken, wo die Waffe ist. So, und das ist jetzt die Stelle, wo die Waffe eingeblendet wird. Und an diesen Stellen müssen wir dann, oder so, lass dann bitte den schwarzen Punkt wieder los, damit genau diese Waffe freigeschaltet wird. Ich lasse ihn jetzt los. Haben wir die erste von drei. Die nächste Stelle wird circa zur Hälfte des Videos kommen. Also am besten immer mit dem Mauszeiger hier mit dem Buffer mitgehen. Da kommt die Stelle. Fangen wir den schwarzen Punkt ein. Und da haben wir auch schon wieder die Waffe. Im letzten Drittel kommt dann gleich wieder die letzte Waffe. So, und da haben wir sie auch. Können gleich loslassen. Und damit ist das abgeschlossen. Jetzt werden hier gleich rechts die Waffen eingeblendet. Ich mache mal den Sound aus, damit ihr mich besser versteht. Hier den Stab. Gegenstandsstufe, die sind alle Gegenstandsstufe 7. Und wie ihr sehen könnt, hier das Schwert 107 SPS. Der Dolch 193 SPS ist echt verdammt, ist wirklich ordentlich. Und hier der Stab 79 SPS ist auch gut. Also die Werte sind wirklich nicht schlecht. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr angemeldet seid bei eurem Origin-Konto. Danach könnt ihr ganz normal in euer Game einloggen, geht in die Krypta der Himmelsfeste und dann werdet ihr da feststellen, dass da eine Truhe ist mit diesen drei Waffen und die könnt ihr nehmen. Und das war's auch schon. Ja, war das Video hilfreich für euch? Wenn ja, ihr könnt mir ja mal einen Daumen da lassen, wenn ihr wollt. Ich würde mich darüber freuen, riesig. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Die werde ich natürlich liebend gerne beantworten. Und ihr könnt natürlich auch mal sagen, ob ihr mehr Videos in diesem Format, kurz und knapp, wollt. Würde mich interessieren. Ja, so viel von mir. Bis dann, euer Helix.